46-jähriger Patient im Koma. Er scheint keine akuten Beschwerden zu haben, außer der Tatsache, dass er über 600 Pfund wiegt. Wann ist Haus sonst immer hier? Irgendwann zwischen 8 und 10. Sagten Sie 600? Mindestens. Die größte Waage, die wir haben, geht nur bis 350, aber sein Talienumfang ist über 2 Meter. Das bedeutet, der Mann ist Diabetiker mit dickerem Blut als ein Pfannkuchenteig. Der Blutzucker ist normal, Cholesterin ist niedriger als meins, Toxscreen negativ, keine Anzeichen für ein Trauma. Und es war kein Fehler des Labors? Nein, kein Fehler. Es ist kaum zu fassen, wie viel Fleisch an einem menschlichen Skelett sitzen kann. Hängen wäre wohl der treffendere Ausdruck. Ist doch grotesk, da frisst sich jemand bis zur Besinnungslosigkeit voll und dann erwartet er von uns, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen und ihn wieder auf die Beine stellen. Was sollen wir sonst tun, jedem Adipösen die Behandlung verweigern? Hör schon auf, der hier ist nicht adipös. Er ist noch nicht mal morbid adipös. Er ist suizidal. Auch die werden behandelt, Scheiß. Aber so mancher Diabetiker nicht. Drogenabhängige kriegen keine Dialyse und Alkoholiker keine Lebertransplantation. Was ist dein Problem? Wurdest du mal als Kind von irgendwelchen fetten Kindern verprügelt? Ja, ich hab ein Problem mit Fetten. Das geht nicht. Der einzige Körperteil, den wir in die Röhre kriegen müssen, ist sein Kopf. Er muss also nur auf den Tisch. Wenn wir ihn auf den Tisch schieben, bricht er zusammen. Das kostet das Krankenhaus $1 Million. Und wir sind unseren Job los. Das Belastungslimit ist bestimmt nur ein Schätzwert. Wenn das Ding 450 Pfund aushält, wird es bei 451 nicht gleich zusammenbrechen. Er liegt nicht ein Pfund drüber, sondern 150 Pfund drüber. Ich weiß. Er verdient trotzdem die gleiche Behandlung wie jeder andere. Glaubst du wirklich, die Kiste beharrt auf Prinzipien? Helft ihr mir jetzt oder nicht? Könnten eine Fluoroskopie einsetzen. Er würde trotzdem nicht die Knie anziehen und den Rücken krümmen können, damit der Abstand zwischen... Keine Angst, wir sind im Krankenhaus. Keine Panik, Frau, bleiben Sie ruhig. Keine Angst! Ich versuch's ja. Gut, mach schon. Keine Angst, wir holen Sie hier raus. Gute Nebenniereninsuffizienz kann ein zeitweiliges Koma verursachen. Bei einem Drüsenproblem wäre die Temperatur niedrig, nicht hoch. Vielleicht ist das Fieber unkorreliert. Wenn es das wäre, wäre es auch kein Thema. Wie wäre es, wenn wir einen ACTH-Test machen zur Kontrolle auf Akanthosis nigricans? Oder das Fieber steht im Zusammenhang mit dem Prostituierten. Wir sollten ein komplettes Profil erstellen und ihn auf Schanka untersuchen. Wir sollten gar nichts tun, sondern ihn nur ein paar Tage zur Beobachtung hier behalten. Und wenn keine Verschlechterung eintritt, war es vermutlich nur ein Hämatom, das sich zurückgebildet hat. Oder wir tun alle das eben Erwähnte. Sie checken seinen Bauch auf Makulae, Sie das Gewebe unter den Läsionen und Sie packen da weiter Ihren faulen Arsch. Akanthosis nigricans ist eine Hyperpigmentierung der Haut und signalisiert meistens eine hormonelle Störung. Da ist nichts mit meinen Hormonen. Das ist das Erste, was jeder Arzt festgestellt hat, der mich untersucht hat. Einer sagt, es ist der Blutdruck, der andere Diabetes. Doch alle waren sich einig, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Haben Sie Probleme mit Ihrer Sehkraft? Nein, ich habe Nystagmus schon von Geburt an, aber sonst bin ich okay. Sie lagen 2 Tage im Koma. Für uns heißt das, Sie haben irgendwas. Wenn was mit mir los war, ist das jetzt vorbei. Also werde ich hier jetzt wieder verschwinden. Ein Koma ist nicht das gleiche wie Bauchschmerzen. Das kann man nicht ignorieren und hoffen, dass es nichts Ernstes ist. Meine Firma vermittelt leitende Versicherungsangestellte. Jedes Jahr sterben über 300.000 Menschen durch ärztliche Fehler, falsche Medikamente oder im Krankenhaus erworbene Infektionen. Ich komme gerne wieder, wenn... Und es sterben jährlich 400.000 durch übergewichtsbedingte Erkrankungen. So wie ich es weiß und Sie es wissen, ist diese Zahl ganz schön übertrieben. Ist Ihnen nie aufgefallen, dass man wenig fettleibige alte Männer sieht? Sollte ich mal einen Herzinfarkt kriegen, ist mir als Ursache lieber ein perfekt gebratenes Riedewurst als ein 26-Meilen-Lauf, der mir nichts bringen würde. Genauso wenig wie Ihnen Ihre MR-Maschine, die mitten in einer Untersuchung zusammenbricht. Wir entschuldigen uns deswegen. Nur so konnten wir eine Gehirnblutung ausschließen. Und nachdem Sie das getan haben, wann kann ich gehen? Gibt es jemanden, der nach Ihnen sehen kann? Oh, keine Sorge. Ich werde in den nächsten 4 Wochen ganz sicher einen Haufen Handwerker in meiner Wohnung haben. Übrigens, heute treffen sich hier einige der Overeaters Anonymous. Wenn ich Fallschirmspringer werden oder den Mount Everest besteigen wollte, würden Sie mir dann raten, zu den Todesmutigen zu gehen? Ich wäre denn genauso um Sie besorgt wie jetzt. Das müssen Sie nicht. Ich habe Spaß am Essen. Ich koche es gern, ich rieche es gern und vor allem, und das dürfen Sie nicht vergessen, ich esse gern. Hören Sie, alles im Leben kommt so, wie es kommen muss.
Letztendlich haben wir keinen Einfluss darauf. Wieso gilt diese Philosophie nicht auch bei ärztlichen Fehlern oder erworbenen Infektionen? Wieso nicht? Ich bin ein komplizierter Mensch, Dr. Cameron. Aber keine Sorge, ich will als solcher noch wahnsinnig lange leben. Moment, warten Sie, wir bringen Sie nach draußen. Es geht schon. Nein, wirklich. Das ist Krankenhausvorschrift. Ach, scheiß auf die Vorschrift. Ich habe 4 Tage flach gelegen. Ich brauche jetzt das Training, oder nicht? George, ich muss Sie wirklich zum Taxi bringen. Keine Sorge, ich schaffe vielleicht nicht die Besteigung des Mount Everest, aber gehen kann ich. George. Nein, Schluss jetzt. Und Gleichgewichtsstörungen können Anzeichen für eine Neurofibromatose sein. Wo ist Chase? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er seinen faulen Arsch parken sollte. Interessant. NF2 ist auch erblich. Was bedeutet, ich hatte recht. Sie hat mehrmals gesagt, es sei das Pickwick-Syndrom. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal sagte ich, es sei erblich. Wie auch immer, NF2 erklärt nicht das Fieber. Konzentrieren wir uns auf das Koma und das Fieber. Wieso? Die Orientierungs- und Gleichgewichtsstörungen sind frischer. Das Koma war aber das schwerste Symptom. Aber er ist jetzt nicht mehr komatös, sondern desorientiert. Nein, ist er nicht. Wir haben da eine super dicke Scheibe, die auf jeden Fall anderer Meinung ist. Ich will damit nur sagen, es ist nicht korreliert. Das weißt du aber nicht sicher. Doch, tue ich. Hey, woher willst du das wissen? Weil ich schuld war. Ich hielt es nicht für richtig, ihn zu entlassen. Daher gab ich ihm 3 Gramm Phenytoin. Ich wollte ihn nicht einfach so gehen lassen. Aber du hattest nichts dagegen, dass er durch eine Glasscheibe kracht. Er sollte ja im Rolli bleiben, aber halt du mal 600 Pfund auf. Eine geschickte Spielzugänderung. Und was machen wir jetzt? Laut Entlassungsbericht hat er sein Frühstück nicht verspeist. Aber Humpty Dumpty ist durch Weglassen der wichtigsten Mahlzeit des Tages nicht zusammengebrochen wie der Richtige. Also was verursacht ein Koma, Fieber und Appetitlosigkeit? Chagas, kann es nicht sein. Er hat niemals das Land verlassen. Doch sein Bauch schon. Das, was wir essen, stammt heutzutage nicht mehr aus den USA, sondern aus Südamerikas abgeholztem Dschungelland. Wo jetzt Salat wächst und Salatpflücker Häufchen hinmachen. Nehmen Sie eine Likorprobe, bevor die kleinen Biester seinen Bregen zum Dessert verspeisen werden. Wie soll das gehen? Er ist zu fett für eine LP. Dann gehen Sie direkt zur Quelle. Sauger. Sauger. Sehen oder ich habe sie nicht verloren. Sie haben sie mir genommen. George, ich kann nichts mehr sehen. Mir, Laura, was ist passiert? Was habt ihr mit mir gemacht? Ich will sofort wissen, was passiert ist. Was habt ihr mir angetan? Eigentlich los. Ich versuche gerade diesen Gaul. Lassen Sie los. Auf Antikörper. Wie sollen wir das alles machen, wenn wir ihn nicht mal dazu kriegen, was zu trinken? Sagen Sie ihm, dass Lungenkrebs keinen Zusammenhang mit Übergewicht hat. Sie denken, er wird die Lüge nicht durchschauen? Ist keine. Es gibt keinen Zusammenhang. Meinte, dass er Lungenkrebs ist hat. Ist ihm nichts an seinen Fingern aufgefallen? Doch, dass sie fett sind. Hätten Sie ihn wütend gemacht, hätte er sie auch angefasst und Sie hätten seine Knochen gespürt. Das sind nicht nur Fette, es sind Trommelschlägelfinger.